Hallo miteinander! Long time no see, da bin ich wieder einmal. Ewig kein YouTube-Video mehr gemacht, aber ich dachte, das jetzt ist die perfekte Gelegenheit dazu, weil ich bin gepostet und ich habe wieder einmal so ein bisschen, nicht einen grossen Einkauf gemacht, aber mal wieder nicht nur Gemüse und Früchte zugekauft, weil wir alles andere zu Hause haben, und ich habe sogar ein bisschen mit einem Plan eingekauft. Ich habe probiert, möglichst regional und saisonal einzukaufen, was sich ein bisschen schwierig gestaltet hat heute. Ich habe auch das Gefühl, ich bin so ein bisschen zerstreut unterwegs. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich mich blöd angestellt. Jedenfalls habe ich hier zuerst einmal die gekühlten Produkte. Wir konsumieren relativ wenig Milchprodukte und darum ist jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Und wenn, würde ich sagen, konsumieren wir es recht mit Bedacht. Darum, ich werde doch etwa die gefragt, wie das so aussieht bei mir und Veganismus. Und ich muss sagen, bis jetzt ist es mir einfach noch ein bisschen zu kompliziert, kann man das so sagen. Das soll nicht irgendwie naiv tönen oder so, aber für mich ist es so ein bisschen, ja, die Menge, die wir an Milchprodukten essen, kann ich voll und ganz dahinter stehen. Und darum, ja, ich sehe es jetzt gerade. Also, ich habe einen Hüttkäse, dann ein Naturjoghurt. Ich muss sagen, ich finde es geschmacklich einfach immer am besten von Microbudget. Und auch die Werte finde ich die besten. Das habe ich gekauft, weil ich heute ein indisches Dal machen will. Und dort braucht man dann ein bisschen Joghurt. Dann noch die Quärkli. Sind auch einfach fein. Für alle, die es nicht kennen, sind auch mega gute Werte. Plus muss man sagen, sie schmecken wie so ein bisschen von diesen Fruchtzwergen, wie die Erdbeerversion. Wirklich mega fein. Und dann, last but not least, Zimmerglasse. Es ist so fein. Hey, was ist mein Problem? Mega, mega fein. Gibt es heute voraussichtlich zum Dessert mit selber gemachten Guetzli. Die will ich nämlich heute auch noch machen. Dann haben wir im Papiersack. Relativ selbsterklärend wegen dem Dal. Wir haben hier Linsen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das Dal mache mit Fladenbrot oder mit Herdöpfel. Ich kann wahrscheinlich den Janik ein bisschen entscheiden. Dann, ich sage, ich habe mein Hirn heute nicht so beieinander gehabt. Also ich habe einfach noch Kochlöffel, neu. Und ich habe Ricotta gekauft, weil ich mir überlegt habe, ich würde mega gerne Cannelloni machen mit Spinat. Aber ich hoffe, ich habe Spinat zu Hause, aber Cannelloni habe ich sicher schon mal gar nicht. Vielleicht gibt es auch mehr so etwas Lasagne-ähnliches oder ich gehe einfach morgen nochmal posten. Dann haben wir Bauernmehl. Und zwar ist das mit Weizen, Dinkel und Roggen. Und ich dachte, ich werde das einfach mal ausprobieren. Ich brauche heute gerade noch ein bisschen für Guetzli und habe gedacht, ich tue das dort rein. Dann haben wir zwei so Gemüsemischungen. Ich muss sagen, jetzt ehrlich, kaufe ich immer nur, wenn es Aktion ist. Das sind die. Einmal Minestrone und einmal Marktgemüse. Ich bin nicht so ein Fan von geschnittenem Gemüse, aber wenn es eben mal schnell muss gehen, finde ich das immer noch die coolste Option. Oder natürlich gefroren. Und ja, darum, wir haben nichts mehr daheim, solches, und darum habe ich jetzt gerade zwei Packungen von denen genommen. Dann Tofu, einfach, dass wir die zu Hause haben. Dann habe ich noch Koriander gemahlen gekauft. Man muss ja sagen, wir haben im Golden House unten, wegen der Reset-Kur, jetzt gerade vorletzte Woche 180 Kilo Gewürze bekommen. Und Koriander ist auch drunter, aber es hat mich jetzt einfach ein bisschen angegurkt. Noch ins Golden House gehen wegen dem Koriander, darum ja. Dann neue Zahnbürste. Dann Margarine zum Backen. Ich muss sagen, ich kaufe nie Margarine. Aber es ist ein veganes Rezept. Und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal nach Rezept. Einfach mal korrekt. Dann habe ich Haselnüsse.
Die habe ich vor in die Guetzli jetzt tun. Ich habe aber auch noch andere Nüsse, darum muss ich mal schnell schauen. Aber meine Schwiegermami ist allergisch auf Mandeln und darum muss ich immer Mandeln ersetzen, falls sie ihn auch probieren würde. Darum habe ich jetzt mal Haselnüsse und ich habe vor, um die zu rösten. Weil ich habe letztes Mal neu mit, ist denn das gewesen? Geröstete Mandeln oder Haselnüsse gegessen und es ist so fein. Es macht so einen Unterschied. Darum, das ist der Plan. Dann haben wir Apfelmark. Ups, so. Der Unterschied von Apfelmark zu Apfelmus ist übrigens, wow, schau die Sonne, die zwischen den Wolken durchscheint, dass es im Apfelmark wirklich einfach nur 100% Äpfel drin hat und keinen zusätzlichen Zucker. Dann haben wir ein Weisskabis. Habe ich neu entdeckt, dass das noch lässig ist im Tessin. Und dass man mega viel daraus machen kann. Und er ist mega neutral. Und darum habe ich jetzt einfach mal gekauft. Keine Ahnung, was es daraus gibt, aber irgendetwas wird es schon geben. Dann Tomaten für Italien. Und wie gesagt, entweder mit Herdöpfel oder nachher mit Fladenbrot. Das haben wir aber noch daheim. Ich kaufe, wenn es hat, immer Raclette-Herdöpfel. Das sind, finde ich, mit Abstand die besten. Dann habe ich noch die Feinbitter-Schokolade. Das ist für das Rezept heute. Plus noch Äpfel und Orangen. Relativ unspektakulär. Ein Chili, auch für das Rezept. Das ist eine richtig perfekte Chili, ne? Dann noch Peperoni. Einfach, weil ich immer Peperoni zu Hause habe. Und Zucchetti auch. Das sind so die beiden Gemüse, die wir wirklich immer haben. Und noch Vanillepaste. Ehrlich gesagt habe ich Vanillextrakt gesucht, flüssiges. Und ich habe es nicht gefunden. Da habe ich gedacht. Vanillepaste sollte auch herhauen. Und ich glaube, oh nein, ich habe noch gehabt. Ich habe gemeint, ich hätte es aufgebraucht. Aber ja, es hat nicht mehr viel. Ist gut. Ist gut. Genau. Und das ist eigentlich mein ganzer Einkauf. Also mega unspektakulär, aber vielleicht hat irgendjemand Freude an diesem Video. Darum habe ich gedacht, ich euch das nicht vorenthalten. Und eben hauptsächlich ist gedacht, ein Tal heute Abend, dann Cookies, dann irgendetwas, eben vielleicht noch Cannelloni draus machen. Vielleicht auch so ein bisschen Minestrone. Gerade in Italien isst man übrigens mega viel so eine Hülsenfrüchtsuppe. Ich habe mir gedacht, man könnte vielleicht einfach noch ein paar Böhnchen mehr rein tun und mit dem ganzen Gemüse aufkochen. Das wäre so ein bisschen der Plan. Ich habe auch noch Mangold im Garten, wo auch noch ein bisschen verwertet werden muss. Und darum, ja, that's the plan. Also, ich hoffe, ihr könnt etwas daraus rausziehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!